Ja, hallo meine Lieben, ich glaube, heute gibt es eine Mega-Premiere, denn ich werde persönlich eine Fly-Niki-Maschine fliegen. Ich muss nur einen Herrn überreden und das ist der Kapitän, das ist der Gerhard. Gerhard, ich schaue schon zu dir. Gibst du mir ein Go? Also, Adi, dein Talent in Ehren. Heute fürs Erste würde ich sagen, lass mal es dabei. Ich fliege. Beim nächsten Mal reden wir wieder darüber, wenn du ein bisschen Training hinter dir hast. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Okay, das haben wir jetzt aufzeichnet, da komme ich noch drauf zurück. Gut, aber da musst du mir noch verraten, wo geht es jetzt hin? Heute geht es nach Larnaca, etwa 2 Stunden 40 Minuten Flugzeit. Wetter wunderschön, ganz Europa, traumhaftes Wetter, auch in Larnaca, wunderbar. Wir erwarten einen ruhigen Flug. Gut, dann ich sehe schon die Passagiere da hinten, die atmen auf, sagen Gott sei Dank fliegt der Typ nicht. Aber wie gesagt, irgendwann wird es soweit sein. In diesem Sinne sehen wir uns bald in Zypern. Es geht für Adi also diesmal auf die Mittelmeerinsel Zypern. Wie Adi bald feststellen wird, gibt es nicht nur beim Bordverkauf am Hinflug einiges zu shoppen. Aber dazu später mehr. Ja, ihr Lieben, es gibt schon auf jeden Fall was zu feiern, denn ich bin perfekt hier in Larnaca angekommen. Aber bevor ich jetzt Zypern so richtig entdecke, gönne ich mir mal einen coolen Drink hier am berühmten Mackenzie Beach. Und ja, und das werden alle sagen, mein Gott, der trinkt schon mal einen helllichten Tag. Nein, das ist eine Zitronenlimonade. In diesem Sinne, Prost und auf eine schöne Reise. Mackenzie Beach bietet den idealen Einstieg für sonnenhungrige Wassersportfans und erprobte Beachclubber. So wie die Plus Sea Lifestyle Bar hat Zypern kulinarisch wirklich einiges zu bieten. Man sagt, dass eigentlich die Geschichte Zyperns auf einem Tisch ist. Es ist eine Mischung von verschiedenen Gerichten, das landetypische Produkt und also es ist natürlich die Halloumi-Käse. Das, wir sind bekannt von unserer Halloumi-Käse. Man kann das eigentlich gegrillt oder gebraten essen. Man kann das natürlich auch in Österreich finden, in vielen Supermärkten. Es gibt auch natürlich Mezze. Mezze sind diese kleinen Tellerchen. Die sind verschiedene Gerichte, Fleisch, Fisch, das ist entweder Fleisch oder Fisch. Da läuft einem doch wirklich das Wasser im Munde zusammen. Nun aber genug geschlemmert. Auf geht's ins Zentrum von Larnaca. Ja, ich bin jetzt bereit, Larnaca unsicher zu, was heißt unsicher zu machen, natürlich zu entdecken. Und ich glaube, wenn jemand so wie ich da steht, so unschuldig, so brav, da werden sicher jeden Moment die Glocken anfangen zu läuten, oder? Muss ich die Glocken? Glocken, Glocken. Die Altstadt von Larnaca versprüht durch seine mittelalterlichen Bauwerke einen ganz besonderen Charme und gehört mit dem Vorort von Larnaca für Kulturbegeisterte zum Pflichtprogramm. Wer mit so viel Kultur in Berührung kommt wie unser Adi, darf sich dann auch ein wenig belohnen. Ja, eines ist natürlich ganz klar, wenn ich in Larnaca bin, gehe ich auch auf Shoppingtour. Jetzt wird natürlich jeder sagen, mein Gott, na, der Weiß wird nur Fetzen kaufen. Nein, natürlich nicht. Ich bin hier in diesem Laden gelandet und was habe ich gekauft? Eine Muschel. Was sonst? Ich meine, entschuldige, eine überdimensionale weiß-pinke Muschel. Wie ich die nach Österreich bringe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist mein neues Stück. Nachdem der frisch erworbene Schatz erstmal sicher verstaut ist, geht es weiter in das schicke Städtchen Limassol, in dem ganz neue Erfahrungen auf Adi warten. Ja, also mit zwei Sachen sieht man mich eher relativ selten. Das ist mit Fahrrad und kurzer Hose. Aber das, meine Lieben, sind wirkliche Must-Haves hier auf Zypern. Limassol zählt zu den wichtigsten Handelshäfen des Mittelmeeres und ist ein dementsprechend mondäner Ort. Also ich finde, ich war jetzt sehr, sehr brav beim Radfahren und habe mir definitiv eine Hammer-Yacht verdient und die werde ich mir jetzt hier in der Marina von Limassol einfach mal so schnappen. Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen will, wird Limassol dennoch als wahres Shoppingparadies entdecken. Ausgerüstet mit den neuen Outfits geht es ein Stück außerhalb von Limassol hoch hinaus.
Ich meine, eins ist natürlich ganz klar, ich gehöre ins Theater und auf große Bühnen. Ich meine, was liegt da näher, dass dieses wunderschöne Amphitheater heute extra für mich seine Pforten öffnet? Dieses Amphitheater wurde zugegebenermaßen schon etwas vor deiner Zeit errichtet, Adi. Die antike Ausgrabungsstätte Chorion ist um die 2000 Jahre alt und besteht aus einem griechisch-römischen Theater, einer Basilika, einer römischen Villa und vielem mehr. Ja, nach so einer tollen Sightseeing-Tour, ich kann euch nur ansagen, ich habe Hunger und ich habe mir, glaube ich, definitiv einen tollen Lunch verdient. Und da habe ich mir nicht irgendein Resort ausgesucht, nein, sondern das luxuriöse Columbia Beach Resort. Beim Lunch im 5-Sterne-Superior-Resort greift Adi wieder mal persönlich zum Kochlöffel und tischt landestypische Gerichte wie Tzatziki und Moussaka auf. Doch noch einen weiteren Hoteltipp konnte Adi ausfindig machen. Ja, meine Schwestern haben mich beauftragt und gesagt, du Adi, wenn du mal in Zypern bist, dann bitte schau in irgendeinem coolen All-Inclusive-Hotel. Und ja, liebe Petra, liebe Dani, ich war fleißig und habe ein tolles Hotel gefunden. Vorhang auf für das Aldiana. Im All-Inclusive-Club Aldiana wird für die ganze Familie Programm geboten. Dieses Resort beweist, dass Spaß für die Kleinsten und höchste Ansprüche für die Eltern in einem Hotel vereint werden können. Ja, und wenn ich natürlich schon mal auf Zypern bin, dann lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, auch eine Runde durch Paphos zu drehen. Im September wird Paphos zum Kultur-Hotspot von Zypern. Beim jährlichen Aphrodite-Festival wird die Burg von Paphos in eine Theaterkulisse verwandelt. Umrandet wird das Event von zahlreichen Marktständen mit regionalen Produkten. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich bin bei der Geburtsstätte von der Aphrodite gelandet und das müsst ihr euch anschauen. Angeblich, wenn man um Mitternacht da hinten nackt dreimal um einen Felsen schwimmt, bleibt man ewig jung und ewig schön. Ausziehen werde ich mich nicht. Bis Mitternacht habe ich auch nicht Zeit zu warten, aber ich hau mich auf jeden Fall da hinten rein. Also vielleicht nutzt es irgendwas und ich kann ein bisschen, nur ein bisschen schöner werden. Ja, gut, ich probiere es einmal. An dieser mystischen Stelle stieg laut Mythologie Aphrodite, die Göttin der Schönheit, aus dem Meer empor. Ob man nun an das Ritual mit der ewigen Schönheit glaubt oder nicht, fest steht, der Ausblick auf diesen Sonnenuntergang hinterlässt einen Eindruck, der ewig hält. Ja, meine Lieben, es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, das war meine Zypernreise und eins ist definitiv fix, ich komme